Servus Camper, ich bin heute wieder auf der CMT 2018 unterwegs und ich bin auf dem Hümer-Stand und habe hier den Spezialisten für das neue Smart Battery System. Ich habe mir das angeschaut, ich finde es recht interessant und ich gebe jetzt mal an den Herrn Singer weiter, der erzählt uns mal ein bisschen was darüber. Hümer hat ein neues Batteriesystem entwickelt. Und zwar ein Batteriesystem, das eine Lithium-Batterie als Zusatzbatterie zum bestehenden Bleisystem verwendet. Also nicht die Lithium-Batterie als Ersatz für die Bleibatterie, wie es üblicherweise gemacht wird, sondern als Ergänzung zum Bleisystem. Häufig kommt die Frage, ja, warum als Ergänzung, warum bleibt die Bleibatterie dann denn noch im System? Wollte ich jetzt auch gerade fragen, ja. Habe ich die Frage vorweggenommen? Ja. Okay. Die Bleibatterie ist ein bewährtes System. Das heißt, es ist eine robuste Technik. Die ganzen Fahrzeuge sind auf diese Technik ausgelegt. Die Bleibatterie funktioniert noch recht gut bei niedrigen Temperaturen, sowohl im Ladebereich als auch wenn Strom entnommen wird. Und ganz wichtig, die Bleibatterien sind ein relativ preiswertes Speichermedium für Strom. Und diese Vorteile von der Bleibatterie, die kombinieren wir mit den Vorteilen der Lithiumbatterie. Mhm. Die Lithiumbatterie hat eine deutlich höhere Speicherdichte, das heißt, in ungefähr der gleichen Größe haben wir 135 Ampere-Stunden nutzbare Kapazität in diesem System. Und die Lithiumbatterie ist natürlich deutlich zyklenfester wie die Bleibatterie. Das heißt, mit 3000 Ladezyklen, und mit 3000 meinen wir Vollladezyklen, das heißt, das System kann komplett entladen werden und wieder aufgeladen werden, haben wir hier natürlich eine deutlich größere Lebensdauer. Und das nutzen wir natürlich auch, um die Lebensdauer von unserer Bleibatterie zu erhöhen. Okay. Denn ja, Entschuldigung. Ganz kurz noch Zwischenfrage, weil Sie gesagt haben von der Größe. Mir kommt die jetzt ein bisschen größer vor wie die normale Bleibatterie. Ja? Jetzt, wenn die jetzt Hümer nachrüstet, man kann das ja auch nachrüsten, habe ich gelesen, ja, in einem Hümer-Mobil. Passt die dann trotzdem jetzt unter den Fiat Ducato Sitz oder brauche ich die, muss ich die irgendwo anders einbauen dann? Die Batterie passt sowohl in unseren Campervans, im Fiat Ducato unter dem Beifahrersitz, als auch in unsere ganzen anderen Reisemobile. Okay. An die Plätze, wo bisher die 95 AH AGM Batterie verbaut ist. Die Batterie hat in etwa den gleichen Grundriss und ist lediglich von der Höhe her so knapp 4 cm höher, hat aber dafür die dreifache Speicherkapazität wie die Bleibatterie. Das ist natürlich schon toll. Ja. Kann ich länger wintercampen. Das heißt, Sie haben im Prinzip mit diesem System die Kapazität von 4 Bleibatterien im Fahrzeug, ohne dass Sie zusätzlichen Stauraum verlieren. Okay, das hört sich schon spannend an. Und das kann ich nachrüsten lassen bei Hümer direkt, oder? Also bei den Händlern. Das kann bei Hümer-Händlern für Hümer-Fahrzeuge nachgerüstet werden. Okay, ja, spitze. Sehr toll. Interessant. Was gibt's noch irgendwas Prägnantes zu wissen oder ist eigentlich... Wichtig zu wissen ist, dass wir die Zyklenfestigkeit der Lithiumbatterie in der Form ausnutzen, dass wir den täglichen Verbrauch immer zuerst aus der Lithiumbatterie nehmen. Das heißt, die Bleibatterie wird nicht entladen. Und wenn die Batterien aufgeladen wird, wird immer erst geprüft, ob die Bleibatterie noch voll ist. Und wenn nicht, wird zuerst die Bleibatterie geladen und dann die Lithiumbatterie. Und das hilft uns, die Lebensdauer von der Bleibatterie damit auch zu pushen. Das heißt, die Bleibatterie lebt in diesem System deutlich länger wie heute. Okay. Und damit können wir die Vorteile von beiden Systemen ideal kombinieren. Müssen da jetzt extrem viele Kabel dann verlegt werden, irgendwie zu den Elektroblocks oder zu den Lichtern? Oder ist das einfach wirklich ein geschlossenes System, sage ich mal, dass die Steuerung irgendwo an einer Ecke sitzt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Unser System ist so entwickelt, dass die Lithiumbatterie an die Bleibatterie angeschlossen wird und das komplette Management von dem System ist in unserem Smart Battery System enthalten. Okay. Das heißt, an der Fahrzeugelektrik muss nichts umgebaut werden. Es müssen
uns nicht mal die Ladekennlinie vom Ladegerät umgestellt haben. Ah, okay. Das wäre nämlich auch noch so eine Frage gewesen, weil Elektroblock kann ich ja umstellen zwischen AGM, Fleece und was es so gibt. Und das kann ich also alles standardmäßig dann so lassen. Ja. Okay, interessant. Und gibt es irgendeine Möglichkeit noch, dass ich überprüfen kann, was ich ungefähr noch habe in der Batterie? Also ob die jetzt leer ist oder voll, sage ich mal. Ja, oder ob, also wir haben für die Batterie ein zusätzliches Display in unseren Fahrzeugen, das zum einen die Spannung anzeigt und das zum anderen den Trend anzeigt, wie viel Prozent von der Gesamtkapazität von dem System noch zur Verfügung ist. Okay, also kann ich schon ungefähr prüfen, habe ich noch was oder sollte ich mal lieber wieder anstecken an den Strom. Ja, sehr, sehr schön, interessant. Dann sage ich erstmal danke. Hat mich gefreut. Ich hoffe, euch hat es auch interessiert, was es so Neues gibt auf der CMT. Ich fand das wirklich interessant, weil, wie auch schon der Herr Singer gesagt hat, die Batterie übernimmt halt und macht dann die Bleibatterie vielleicht nicht so schnell kaputt, wie man es so gewöhnt ist. Ja. Weil ich lese es selber in Foren oft, meine Batterien sind nach einem Jahr kaputt. Woran liegt das? Was ist falsch oder so und sowas? Könnte man damit natürlich vielleicht ein bisschen verbessern. Man braucht nur eine Lithiumbatterie anstatt zwei teure Lithiumbatterien, die gleiche Kapazität bringen. Super, nee, toll, einwandfrei, vielen Dank. Ich verlinke euch auch noch die Hümer-Seite direkt dazu unter dem Video, dann könnt ihr euch das System noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und dann sage ich erstmal vielen Dank, gell? Wiederschauen, tschüss. Wiederschauen.